Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu F1 2019. Heute bei unserem Heim-GP. Es geht nach Deutschland auf den Hockenheimring. Und ich freue mich extrem auf dieses Rennen. Es ist eine sehr schöne Rennstrecke. Ich mag sie sehr gerne, auch wenn der neue Hockenheimring häufiger mal kritisiert wird. Ich finde die Strecke super und freue mich auch jedes Jahr, wenn sie mit im Kalender dabei ist. Ich hoffe, dass sie auch nächstes Jahr noch dem Kalender erhalten bleibt, denn da gibt es ja einige Verschiebungen. Und ich glaube, der Hockenheimring war auch in der Diskussion, ob das Rennen denn stattfinden wird oder nicht. Aber schauen wir erstmal, wie es hier im Qualifying lief. Da sind wir nämlich auf Platz 8 und legen am Ende nochmal mit einer schnellen Runde los. Das DRS geöffnet, nun geht es in die letzte Runde hier und wir lenken da direkt schon in die erste Kurve rein. Ziemlich gut rausgekommen, 200stel Sekunden aufgeholt. Und jetzt geht's hier in diese Rechts-Links-Schikane. Sehr vorsichtig wieder raus beschleunigen. Allerdings muss man versuchen, viel und schnell raus zu beschleunigen, damit man eben hier in die Parabolika möglichst viel Geschwindigkeit mit hinausnimmt. Und das hat auch ganz gut funktioniert. 300stel Sekunden jetzt der Abstand, der Rückstand zu unserer bisherigen PB. Jetzt die Haarnadelkurve und da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Beim Anbremsen bereits war ich da etwas langsamer und insgesamt hat das ein bisschen Zeit gekostet. So, jetzt aber ein bisschen hier in diesem Geschlängel vielleicht an Zeit gut machen. Ja, das sieht ganz gut aus. In der Rechtskurve 1,5 Zehntelsekunden gut gemacht. Und da sind wir auch schon wieder im grünen Bereich. Jetzt Eingang Motodrom, nicht zu weit rauskommen. Sah ganz gut aus. Etwa ausgeglichen, stark wie in der letzten Runde. Jetzt in der Sachskurve nicht zu weit innen über den Curb gefahren. Fast eine Zehntelsekunde Vorsprung. Hier hätte ich mich ein bisschen weiter raustragen lassen können. Denn jetzt verliere ich dadurch einen Ticken Zeit im Laufe der Kurve. Und am Ende verliere ich ein bisschen Zeit. Aber es reicht noch für P7. Und damit schauen wir auf den WM-Stand nach 10 gefahrenen Rennen in dieser Saison. Da haben wir nämlich ganz vorne Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Wir sind dann auf Platz 5 vor unserem Teamkollegen Sergio Perez. Zuletzt konnten wir in Silverstone richtig gut punkten. Und ich habe ja auch schon so ein bisschen mir Gedanken gemacht, wie es mit dem Schwierigkeitsgrad ausschaut. Da werde ich auch im Laufe der Folge ein bisschen drüber reden. Wenn wir heute richtig gut abschneiden, dann werde ich vielleicht versuchen, in Ungarn bereits auf 110% unterwegs zu sein. Außerdem in Sachen KWM sind wir ebenfalls sehr, sehr stark unterwegs. Das drittstärkste Team, Red Bull, ohne jegliche Chance. Ich glaube, denen fehlt einfach die Topspeed. Und damit wir auch in den anderen Bereichen außerhalb der Topspeed ein bisschen aufholen zu den Spitzenteams, haben wir ein kleines Upgrade in der Chassis-Abteilung gebracht. Wir haben ein größeres Upgrade in der Aero-Abteilung. Beides bringt uns ein bisschen voran. Und damit sind wir vorbei an Renault und an Haas. Und das relativ deutlich. Und da wir eh unfassbar stark abschneiden und regelmäßig Red Bull deklassieren, habe ich mir überlegt, dass wir einen kleinen Entwicklungsstopp einleiten werden. Aber gucken wir mal, wie die Strategie ausschaut. Ich habe mich ja in die Top 10 qualifizieren können mit den Soft-Reifen und dementsprechend starten wir auf Soft, wechseln dann zweimal auf Medium, werde auch keinen überschüssigen Sprit mitnehmen. Das sieht nämlich ganz gut aus mit 54,4 Kilo. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Startaufstellung. Da haben wir nämlich ganz vorne auf Platz 1 Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas. Mittlerweile ein gewohntes Bild, die silberne Startreihe 1 vor Charles Leclerc und Sergio Perez auf 4. Und da frage ich mich, was ist mit ihm falsch, denn er besiegt Vettel und Verstappen. Auf der 7 bin dann ich vor Devin Butler, Hülkenberg und Pierre Gasly. Enttäuschend auf 10 vor Daniel Ricciardo, Romain Grosjean dann vor Lucas Weber, Lando Norris, George Russell vor Kimi Räikkönen, Robert Kubica und Dani Kvyat. Und ganz hinten haben wir Alex Albon und Giovinazzi mit einer Strafe. Und damit würde ich sagen, ihr Lieben, viel Spaß bei unserem Heim-GP, viel Spaß beim großen Preis von Deutschland auf ein spannendes Rennen. Let's go! Alter, war das knapp. Ja, Berührung mit Perez, aber wirklich nur ganz leicht. Und es ist gut glimpflich ausgegangen.
Und Verstappen. Den könnte ich kriegen. Uiuiui. Perez super langsam gerade. Beim Zweikampf gegen Verstappen habe ich kurz übersehen, dass ich ja noch vor der Nase habe. Er scheint aber keinen Flügelschaden zu haben, sonst wäre er wahrscheinlich an der Box. Hey, Perez. Nicht so schnell wie im Qualifying. Was stimmt da nicht? Okay, Vettel. 5 Sekunden entfernt. Perez mittlerweile aus dem DRS-Fenster raus. Und er holt alle Leute gerade in seinen Train. Vielleicht muss ich gleich niesen. Vielleicht auch nicht. Okay, Verstappen vorbei an Perez. Sektor war ich genauso schnell wie Sepp. Und jetzt ein kleiner Schnitzer, der im letzten Sektor ordentlich Zeit gekostet haben könnte. Jetzt ist mittlerweile auch der Haas vorbei. Komm schon, Sergio. Vor uns fighten die Ferrari. Einer der Ferrari ist schon in der Box. Sebastian Vettel darf gegen Charles Leclerc den Undercut machen. Ui. 105 Grad vorne links, okay. Ich weiß, woher meine Probleme kommen. Der Reifen wird natürlich ein bisschen kühler, aber trotzdem.
Aber wo wird der denn so heiß? Ich meine, na gut, die letzten zwei Kurven. Die erste Kurve, stimmt. Und die jetzt. Und dann Eingang Motodrom noch. Boy. Alter, da geht gar nichts mehr. Die Reifen sind hinüber, 62%. Schöner Stopp, 2,2 Sekunden, noch ein bisschen Abstand zu Verstappen gewonnen. Vettel mitten im Verkehr. Komm schon, jetzt aber bitte. Ein bisschen untersteuern drin. Ich glaube aber irgendwie, dass das nicht nur das Gewicht des Autos ist. Reifentemperatur passt. Irgendwas fühlt sich komisch an. Schaden eventuell vorne? Nee. Teamkollege an der Box. Aber auf dem neuen Satz Reifen kriege ich Verstappen immerhin einigermaßen auf Distanz gehalten. Hartes Manöver, aber der Pace-Unterschied ist halt so riesig. Ey, dreifache Überholmanöver. Vettel hat der frühere Stopp überhaupt nicht genützt. Ganz im Gegenteil, Charles Leclerc zwei, drei Positionen weiter vorne. Ui, jetzt eine harte Attacke, Eingang Motodrom. Jetzt nicht in der Sachskurve verbremsen, Sepp. Ich nehme alle Fahrer so ein bisschen immer wieder auf die Schippe. Hoffe, man merkt's.
Genau, wenn Formel-1-Fahrer Simpsons-Charaktere wären, wären Kimi Räikkönen und Abraham Simpson. Ja, aber krass, dass Kimi immer noch in der Formel 1 fährt, weil er Spaß hat, ist seine Erklärung, finde ich cool. Der denkt sich da überhaupt nichts bezüglich irgendwelcher, keine Ahnung, Siegesserien oder Serien ohne Sieg oder so oder prozentuale Rennen, die er gewonnen hat. Das ist dem alles vollkommen Schnuppe. Der hat einfach nur Bock drauf, Rennen zu fahren, das finde ich super. Ort und Stelle sein, wenn sowas passiert und einen Ferrari kriegen. So, und jetzt bin ich mal gleich an anderer Ort und Stelle. Uiuiui. Werde gleich mal kurz die Pause-Taste bemühen. Ich muss mal kurz 10 Minuten Päuschen oder so machen und mich etwas anderem widmen. Okay, jetzt ist der perfekte Moment zu pausieren oder wie Kimi sagen würde, I was having a shit. Ja, das hat ja gar nicht so lange gedauert, ne? Also, legen wir wieder los. Hui, ich muss ja sagen, Allergien sind schon was Tolles. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde das Gesicht ausgewaschen. Meine Nase und mein Mund jucken immer noch. Also, im Innern überall alles im Mund. Das fühlt sich irgendwie nicht so geil an. Genauso wie von einem Williams überholt zu werden. George, unterstehst du dich? Danke. Wahrer Gentleman. Vettel hat Russell gekillt. Oder Ricardo? Nun. Und Verstappen? Karma. Das ist für Leclerc, mein Lieber. Einer der beiden Haasi Boys ist noch vorne ohne Stop unterwegs, noch vor Leclerc.
Perez derzeit auf dem vorletzten Platz. Oder nee, drittletzter. Wahrscheinlich ist da George Russell hinter ihm. Ja, und Charles Leclerc überholt gleich den Hasi Boy. Sebastian Vettel müht sich hier ab mit dem in Deutschland beliebtesten Formel-1-Fahrer der Welt, Dave Gaming. McLaren, lassen Sie mich bitte vorbei, Herr Weber. Setzen Sie sich wieder an den Webstuhl mit Ihren Weberknechten. Oh Gott, oder greift Lando Norris an. Lando Norris. Oh boy. Beiden McLaren Boys geben sich hier aber richtig. Charles Leclerc, Probleme mit dem Hasi Boy und Sebastian Vettel schlüpft mit durch. Wie ein Flitzer findet er die Lücke und begibt sich hier vorbei an den beiden McLaren. Auch in der Sachskurve, da bleibt Vettel dran. Ah, Großjeans ist da an der Box jetzt. Also krasser Hasenboy. Moment mal, war nicht Magnussen mal in unserer Karriere unterwegs? Gab es da einen Platztausch innerhalb des Teams oder habe ich das falsch in Erinnerung? Na gut, egal wer von beiden halt gefehlt hat. Sind eh beide für mich tendenziell schwächere Formel 1 Fahrer. Jeder in der Formel 1 hat sich irgendwo verdient, da zu sein, aber ich sag mal, wenn es 5 Fahrer gibt, die ich aus der Formel 1 aussortieren könnte, vom reinen Skill her, dann wären das Hamilton, Verstappen, Bottas, Vettel und Leclerc. Nein, Spaß. Ja, im Moment wären da tatsächlich, glaube ich, sogar beide Haas-Piloten einigermaßen mit drin vielleicht. Weiß ich nicht. Grosjean wohl eher noch ein bisschen mehr als Magnussen, der, ich glaube, seit 2017 bereits ziemlich gut abliefert. Spätestens seit Mitte 2017. Kubica, Grosjean. Und dann wird's schwierig, aber das sind auf jeden Fall 2 von den Fahrern. Gut, nach meinen ganzen Gags über Pierre Gasly würde man wahrscheinlich denken, ich würde jetzt auch Pierre Gasly sofort bitte in die Kalkulation hineinnehmen. Das Ding bei Gasly ist halt, er ist vielleicht nicht gut genug für ein Top-Team, aber ist er gut genug für ein Mittelfeld-Team? Ich vermute schon. Gut, Lance Stroll werden jetzt viele Leute anführen. Macht sich, denke ich, eigentlich ganz okay. Ich würde sagen, Perez ist ein absolut grandioser Pilot. Und das sage ich nicht nur, weil ich ihn gerade als Teamkollegen habe. Ich glaube, auch so ist Perez enorm stark in der Realität.
wird halt enorm unter Wert verkauft, weil er halt gegen Jenson Button 2013 nicht allzu gut aussah, aber Jenson Button ist halt jahrelang auch auf Hamilton-Niveau gefahren. Muss man auch mal sehen. Jenson Button ist ein Weltmeister. Gegen den fährst du nicht einfach mal so als jemand, der gerade mal ein bisschen in der Formel 1 ist, als würde er, keine Ahnung, ein absoluter Rookie sein. Also Button zu besiegen ist halt schon eine Riesenaufgabe und Perez ist logischerweise dran gescheitert, aber nicht, weil Perez irgendwie schlecht ist, sondern weil Button einfach krasser Fahrer ist. Und seitdem hat Perez ziemlich gute Saisons abgeliefert. 2014 bis 16 sehe ich ihn insgesamt als Sieger im Teamduell gegen Nico Hülkenberg tatsächlich. 2017 hat er gegen Ocon gefightet und auch 2018, und in beiden Jahren hat er punktetechnisch am Ende mehr auf dem Konto gehabt. Die Anzahl der Podiumsplätze bei Perez, die lügt nicht. Mit Glück kriegst du vielleicht ein Podium zustande. Aber der war so oft schon an Ort und Stelle. Es hat irgendwann nichts mehr mit Glück zu tun. Oder wie eine sehr coole StarCraft-Übertragungsseite früher mal meinte, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. In dem Kontext wäre das natürlich Skill. Luck, dass Perez so oft auf dem Podium ist. Aber es wäre halt auch Teil des Skills. So, mal gucken, was Charles Leclerc derzeit für eine Pace drauf hat. Na, ich habe schon erste Kommentare über den Schwierigkeitsgrad gesehen. Wenn ich hier genauso krass abschneiden sollte, weil im Moment sieht es halt so aus, als wäre Vettel eigentlich schneller als ich, dann werde ich mir auf jeden Fall zu Ungarn überlegen oder spätestens zu Belgien. Könnte man auch storytechnisch cool machen, dass der arme Dave Gaming, obwohl er der krasseste Fahrer der Welt ist, nach Perez, schlecht aus der Sommerpause wiederkommt. Wie schon jemand mal zu Recht angemerkt hat, mit 106 hätte ich meine Probleme. 107 oder 108 geht. Bin halt jemand, der zum Beispiel auch TV-Lautstärken oder so nicht auf 12 oder... 12 geht, aber auf 14 oder so könnte ich die Lautstärke nie stellen. Dann, wenn schon, auf 13 oder so, weil das ist ein einigermaßen mittlerer Wert zwischen 100... zwischen 15 und zwischen 10. Wie Vettel jetzt mit dem Undercut. Wir haben ja schon Runde 20, da steht gleich der zweite Stop an. Wuhu! Absolute Bestzeit in Sektor 1. Eieiei. Oh mein Gott. Immerhin habe ich den Pitlimiter diesmal richtig reingekriegt. So. Okay, Vettel wird vorbeiziehen, aber der hängt erstmal hinter Grosjean und Kubica raus aus der Session. Als hätte er gehört, dass ich finde, dass er in der Formel 1 nicht mehr wirklich einen Platz findet. Also bevor das jetzt jemand in den falschen Hals kriegt, vielleicht schaut er jemand aus Polen oder so zu, oder ist... Allgemein, Pole, es tut mir da super leid, das so sagen zu müssen, aber
Ich selbst hatte mir gewünscht, dass Kubica ein krasses Comeback feiert und richtig gut unterwegs ist. Man muss aber leider der Realität ins Auge blicken. Er ist leider nicht mehr derselbe Kubica von dem Fahrerischen her wie 2010. Und wenn er es ist, dann sagt das mehr über seine Performance 2010 aus als über seine jetzige Performance. Ich glaube, 2010 war er halt ganz anders unterwegs und ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie irgendwas fehlt ihm. Laut Williams wurde er auch schon mehrfach das Chassis getauscht zwischen ihm und Russell und hat mehrfach die Komponenten hin und her gewechselt. Gibt auch irgendwie aus Polen anscheinend immer wieder Gerüchte, dass Kubica auch nicht dieselbe Leistung von Mercedes freigeschaltet kriegt, wo ich mir immer denke, woher kommen diese ganzen Verschwörungstheorien? Was hätte Mercedes davon, Kubica schlecht aussehen zu lassen? Oder allgemein mal gefragt, warum sollte Mercedes Williams nicht die maximal mögliche Power geben? Also beiden Williams. Mercedes würde doch am liebsten irgendwie, keine Ahnung, ein Honda-Fahrzeug, also die Toro Rosso oder ein Alfa Romeo mal, in Form von Giovinazzi vielleicht, oder was auch immer für ein Auto ganz hinten sehen, als ein Mercedes-betriebenes Auto. Das ist ja eh immer das Interessanteste bei diesen Diskussionen, wenn es heißt, hey, Force India, damals noch, bekäme angeblich... Oh, jetzt habe ich in Kurve 1 ein bisschen... Guck, das meine ich. In Kurve 1 habe ich mal ein bisschen gecuttet. Ich habe das hin und wieder mal zur Ansprache gebracht. Mein Delta zeigt mir trotzdem an, dass ich langsamer bin als in der letzten Runde. Ich werde mal ein Video dazu machen, wo ich mal über das Thema Cutten spreche und auch mal ein bisschen analytisch rangehen werde, ob es was bringt. Im Moment stehen eh super viele Videos an, deswegen es könnte ein Weilchen dauern, aber stay tuned. Nee, aber allgemein finde ich dieses Thema eh super interessant, wo es immer heißt, hey, Ferrari gibt den Kundenteams nicht viel mehr Leistung frei oder Mercedes tut das nicht. Wo ich mir immer denke, warum? Die sind irgendwo im Mittelfeld. Mercedes würde nur davon profitieren, wenn Racing Point jetzt quasi, oder wie es damals quasi bei Force India diskutiert wurde, wenn Force India auf 7 und 8 ist, würde Mercedes mega davon profitieren. Weißt du, beim Start, wenn er jetzt einen Racing Point noch Verstappen geholt hätte in Österreich, sag mal so, die Chancen zum Sieg von Mercedes jetzt nicht gelindert. Ich glaube, selbst Renault hätte ein Interesse daran, einem overpowerten Red Bull, also als sie noch Renault-Motoren hatten bei Red Bull, ich glaube, selbst Renault hatte da ein Interesse daran, dass man Red Bull die volle Leistung freigibt, weil du am Ende des Tages halt vielleicht sagen kannst, hey, ein Renault-betriebenes Auto hat gewonnen, statt einem Mercedes- oder einem Ferrari-betriebenen Auto. Ein Mercedes ist hier absolut overpowered gerade. Ich habe zwar die schnellste Runde, aber der Mercedes, der ist mit Abstand das schnellste Fahrzeug auf dem Feld. Von der Bestzeit würde ich mal von Hamilton ausgehen. Ach, Bottas führt, oder was? Keine Ahnung.
irritiert mich ein bisschen zu sehr. Machen wir einfach unser Rennen weiter. Wir können mit dem Ferrari mithalten. Und Perez hat sich wieder zurückgekämpft. Also irgendwas schien da im ersten Stint nicht zu funktionieren. Vettel schon deutlich schneller gerade. Zwei Sekunden, ich komme ein bisschen näher. Und ich glaube, so langsam aber sicher bin ich ready für mindestens mal 107, 108%. Oder vielleicht mache ich gleich den Schritt auf 110. Die Bremsen. Da haben die Hinterreifen, glaube ich, kurz blockiert. Hui. Uiuiui, keine gute Runde gerade.
Reifen werden es schon durchhalten, Jeff. Alter! Boah! Ich muss das gerade noch mal kurz verdauen. Dass ich gerade fast das Auto weggeschossen habe. Geben nicht auf. Vielleicht knickt bei Vettel irgendwie noch die Pace am Ende ein oder so. Zwei Zehntel näher gekommen. Ja, das Ding ist halt, schaut mal, wo Perez mal wieder ist. Ich werde mir nochmal anschauen, was im ersten Stint mit ihm los war, aber wenn er da keine Probleme gehabt hätte, bin mir ziemlich sicher, der wäre safe auf einer ähnlichen Pace unterwegs gewesen. Thank you.
Okay, Perez unmittelbar hinter mir jetzt. Also doch Sechster geworden. Ja, deswegen ja auch der Entwicklungsstopp. Force India ist halt einfach mittlerweile ein bisschen zu krass geworden irgendwie. Ich meine, okay, dass wir dritte Kraft sind. Bereits das ist halt ein bisschen zu over the top eigentlich, weil Red Bull, was den Entwicklungsstand angeht, noch weiter ist. Aber von mir aus, dann sind wir halt schneller als Red Bull. Aber dass Perez sich von zwischenzeitlich einen der letzten Plätze nochmal so weit nach vorne kämpft, ich rall das nicht. Also Valtteri Bottas gewinnt das Ding hier. Hamilton macht den Doppelsieg perfekt. Und Vettel ist ganz knapp vorbei am Podium beim Heim-GP. Und wir waren sehr nah dran an beiden Ferrari und hätten fast bei unserem Heim-GP unsererseits das Podium geholt. Aber die schnellste Runde, die gehört uns. Und damit die dritte schnellste Runde der Karriere. Nice! Starke Sache. Und ich würde sagen, wir können es zumindest mal testen. Wir können in Ungarn ja mal testen, auf 110 zu fahren, oder? Was meint ihr? Ja oder nein? Haut's in die Kommentare, 110 in Ungarn. Was denkt ihr? Ja, ansonsten, geiles Rennen, kann man nicht viel sagen. Das ganze Rennen über quasi im Fight mit Sebastian Vettel gewesen. Zum Ende hin war er dann doch ein bisschen schneller als ich. Aber insgesamt hat's Laune gemacht. War sehr, sehr schön. Ja, und am Ende, gut, Mercedes ist im Moment irgendwie unschlagbar. Das ist halt krass, die sind, was die Entwicklung angeht, nicht weit, weit entfernt von Ferrari, aber irgendwie, vielleicht ist es der Motor. Ja, vielleicht ist der Motor einfach ein bisschen OP hier im Spiel. Würde auch erklären, warum Racing Point so krass ist. Würde auch erklären, warum George Russell auf 13 ist. Was? George Russell auf 13? Ja. Ansonsten krass. Geiles Rennen. Hat Spaß gemacht. Wir gucken mal auf die Gesamtwertung. Da haben wir nämlich einen Positionstausch. Sebastian Vettel zieht an... Valtteri Bottas zieht an Sebastian Vettel vorbei und ja, wir sind immer noch auf P5, immer noch relativ safe. Gut, im Moment hat Hamilton 39 Punkte Vorsprung, mal gucken, ob wir den eventuell auch mal ärgern können. Grosjean an Gasly vorbei. Gasly nicht mehr der beste französische Fahrer in der Formel 1, ui. Ja, und in Sachen KWM, ui, da hat McLaren gepunktet und ist dran an Renault. Starke Sache. Ja, ihr Lieben. Gasly nur auf 10. Wo ist... Achso, Verstappen ist DNF, ne? Was ist mit Gasly los, ey? Naja, die 1-Stop-Strategie scheint hier auf jeden Fall ein Ticken schneller gewesen zu sein. Grosjean 5 Sekunden vor Devin Butler. Allerdings geht das auch mit einer schlechteren Startposition einher. Gut, die hatte er in dem Fall jetzt auch, aber... Weißt du, irgendwie habe ich es doch schon ganz gerne innerhalb der Top 10 zu starten. Ganz okay im Qualifying zu sein, gefällt mir mittlerweile. Na gut, mal gucken, wie ich auf 110 jetzt abschneide.
Naja, wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, haut doch gerne ein Däumchen nach oben raus für dieses Video. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal in dieser Form unterstützt. Ansonsten haut sehr gerne ein Abo raus. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und sagt, hey, cooler Typ, auf jeden Fall haue ich hier gerne ein Abo raus, damit ich mehr von ihm sehe. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Nein, vor allem bei Formel 1. Haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal bei der Formel 1. Dann vielleicht sogar auf 110. Mal gucken. Macht's gut.